Der Beginn einer großen Partnerschaft mit Maredo und Sonnklar TV. Was dahinter ist, ist einfach die großen Geschichten erzählen. Das ist das Erlebnis. Und das Erlebnis gilt für das Thema Essen, genauso wie das Thema Reisen. Get the groove going. Wunderschöne Grüße heute vom Maredo Sonnklar TV Sommerfest. Und wir freuen uns auf eine ganz, ganz neue Kooperation, die Sonnklar TV hat. Everybody, viele Prominente sind heute hier. 250 Gäste hat Maredo eingeladen und Sonnenklar TV. Und ich habe zu dir gesagt, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbei? Ein ganz bekanntes Gesicht auf Sonnenklar TV. Jens Becher, Außenreporter auf Mallorca und glaube ich Grillexperte. Das Schöne an Maredo ist, dass es also wirklich und wahrhaftig aus meiner Kindheit ist. Also ich freue mich wie Bolle, dass das wieder ist. Everybody, Ulf, du bist auch ein Fleischgenießer, oder? Definitiv. Und wir warten jetzt auch aufs Fleisch. Was gibt's jetzt gerade auf dem Teller? Ein Zwiebelring mit Kresse und rote Bete-Mousse. Lammfleisch, Entrecote und Brei. Get the groove going. Nach dem Einkaufen Samstag ist man anschließend zum Maredo zum Mittagessen gegangen. Und ich glaube, dass das viele so erlebt haben. Aber das macht ja eine große Marke aus, dass man Geschichten damit verbindet. Everybody, und das ist ein gutes Gefühl. Verbindest du was mit Maredo? Schön, dass du heute hier bist. Ja, gutes Essen. Die beiden vertreten Israel, was bei Sonnenklar TV im Moment rauf und runter läuft. Und in Israel isst man auch gerne Fleisch, oder? Israel isst mal alles gern. Das ist das Land der kulinarischen Paradiese. Freaky, ich weiß Bescheid. Oh yeah. Wenn wir bei Maredo sind, wir müssen über Essen reden. Isst du gerne? Ich esse sehr gerne, deswegen habe ich mir auch heute extra ein Kleid geschneidert, wo ordentlich was reinpasst. Und ich bin ein totaler Steak-Fan. Lieber Georg, das Band ist durchgeschnitten. Es ist eröffnet. Fällt dir ein Stein vom Herzen? Ja, ich muss schon sagen, ich war nervös und bin immer noch aufgeregt und so. Bin aber auch total stolz darauf, dass wir das hier geschafft haben. Und dritten Laden in Berlin und es macht einfach richtig Spaß, hier was umzusetzen, was ein Traum von uns und von mir war. Ne? Grillt ihr beiden gerne zu Hause? Wir haben leider keinen Grill, aber wir gehen gerne zu Freuden grillen. Ah, das sind die Liebsten, ja. Wir lassen uns gerne einladen. Also Getränke bringen Sie aber dann mit. So, er schaut auf sein Handy und er guckt schon. Er hat die ganzen Rezepte abgeschrieben von Maredo. Die möchte er bald zu Orascom rüberbringen, nach Elguna, oder, lieber Tobias? Itze, dich sehen wir demnächst öfters bei Sonnenklar TV. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden ihn zusammen grillen und werden ihn zusammen ein Tasting, ein Steak grillen machen, eine Steak-Schule werden wir auch demnächst organisieren. Also allerhand zu sehen. Jetzt sagst du mir, du bist Vegetarierin. Nein, ich stamme aus einer fleischfressenden Großfamilie. Und wir haben, als dann Maredo aufmachte, das war das Größte für uns. Und sämtliche Familienfeiern fanden dann am Kuhdamm im Maredo statt. Bernd, hier haben wir den Holger Terhorst, den Marketingchef vom Airport Weeze. Und der genießt schon die Cocktails, die wir gerade gesehen haben, die gemixt worden sind.
fantastisch. Der Empfang war super. Dieses Restaurant ist einfach ein Traum. Und es macht richtig Spaß. Also die Eröffnung ist total gelungen. Und da müssen wir doch mal reden. Da müssen wir doch mal mit Sonnenklar TV alle 100 Unternehmer mal vorstellen. Ihr könnt auch gerne zu einer nächsten Veranstaltung kommen. Wir kommen zu deiner nächsten Veranstaltung. Da sind wir dabei. Der Bernd und ich, wir kommen. Ich habe ihn kennengelernt. Guter Typ hier, ja. Ich brauche nur ein bisschen Freigetränk. Alle Gäste zufrieden? Hoffe ich doch. Aber ihr habt richtig toll gegessen. Also für so viele Leute on top einfach mal die Essen rauszuhauen. Ihr habt ein gutes Team hier. Ja, wunderbar. Wie geht's denn weiter mit Maredo? Ja, wir hoffen mit ordentlichen Geschwindigkeit. Also wir haben Spaß dran, weiter zu expandieren. Aber wir werden auch nicht übermütig. Wir gucken, wo geeignete Flächen für uns sind, dass wir investieren können und behutsam die Marke wieder aufbauen. Denn wir möchten nicht wild expandieren, sondern nach und nach. Und die Markenbildung, insbesondere über ein Magazin wie Let's Meet oder die Grillschau mit Sonnenklar TV, das sind die nächsten Schritte, die wir gehen wollen. Da freuen wir uns drauf.